Pappalapapp. Kurioser könnte der Anfang eines Stückes nicht sein. Hier bittet tatsächlich der betrogene Ehemann seinen Nebenbuhler, sich besser um seine Frau zu kümmern. Was um Himmels Willen wollen Sie von mir? Ich verlange wieder etwas mehr Engagement. Ich verlange Romantik. Mal ein Wochenende in London, ein Trip in die Alpen, ein paar Tage auf den Seychellen, irgendwie sowas. Lassen Sie sich was einfallen, am Anfang ging es doch auch. Das kann ich nicht. Was soll denn das heißen, das kann ich nicht? Ich bin verheiratet. Ich auch. Jeder hat so seinen Liebhaber oder seine Geliebte und versucht das halt zu verbergen. Mehr oder weniger geschickt und jeder glaubt halt, dass der andere nichts davon mitbekommen hat. Und das ist sehr charmant. Ja. Und unterhaltsam. Was ist passiert? Nichts, Liebling, nichts. Liebling? Du hast mich noch nie Liebling genannt. Verleger Nein, Karl soll die Affäre liebevoller gestalten, eher so damit Sabrinas Laune sich auch daheim wieder bessert. So ist das. Die Sabrina ist halt eben die junge Frau, die zu Hause ihren Mann hat und Kind und ach, keine Ahnung, und das Leben und so, und stürzt sich halt eben in eine Affäre, die, von der sie sich was erhofft und wünscht, Liebe und Zuneigung zu bekommen. Ich glaube, es geht auch ganz viel darum, Liebe und Zuneigung zu bekommen, weil ich glaube, jede Person sehnt sich irgendwo danach. Das ist, finde ich, auch der ernste Kern der ganzen Sache. Hier amüsiert sich jeder mit jedem. Eine Vierecksbeziehung, die lange unentdeckt bleibt und interessante Spannungsbögen erzeugt. Weißt du, wie ich mir oft vorkam? Na? Wie Benjamin Braddock in der Reifeprüfung. Na und? Es war doch obsessiv. Und außerdem trinke ich nicht so viel wie Mrs. Robinson. Aber du rauchst. Aber nie in Gegenwart meines Mannes. Das ist ein echter Vertrauensbeweis. Ja. Man kann schon gut lachen und ich glaube auch, dass sich jeder in gewisser Weise in der einen oder anderen Person auch wiederfinden kann. Und man ist eigentlich nie komplett auf der Seite eines Darstellers oder einer Darstellerin, sondern alle haben so ein bisschen so die Verschlagenheit. Und dein Mann? Denkt, ich bin in Marrakesch. Lustig. Skurril, absurd und voller Überraschungen. Lustig. Mein Mann denkt auch, ich sei in Marrakesch. Ja, die Komödie Sei lieb zu meiner Frau verspricht einen positiven Start ins neue Jahr. Morgen Abend ist Premiere im kleinen Hoftheater.